Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um die elektromagnetische Verträglichkeit in Elektroinstallationen. Zweite Überschrift ist das verpennte Netzsystem im Sinne von, hier ist was verschlafen, verpennt worden. Dabei ist PEN mit Absicht groß geschrieben, denn es geht dabei um den gemeinsamen Schutz- und Neutralleiter, dem sogenannten PEN-Leiter. Wir sehen hier eine nach heutigem Standard veraltete Anlage, wie sie aber noch sehr häufig vorkommt. Sie sollte allerdings so nicht mehr neu installiert werden. Es wäre also nach heutigem Standard eine glatte Fehlplanung, wenn eine Anlage so aufgebaut würde, wie wir das hier sehen. Es werden die üblichen drei Leitungen, die drei Außenleiter ins Haus geliefert. Und da ich hier über eine TNCS-Anlage spreche, ist die vierte Leitung mit PEN zu bezeichnen und nicht etwa mit N wie im TT-System. Also das sind die üblichen vier Leitungen, wie sie in alten Anlagen ins Haus geliefert werden und wie das auch in neuen Anlagen nach wie vor der Fall ist. Die werden in den Hausanschlusskasten geführt. Von da aus geht es in dieser Anlage mit diesen vier Leitungen weiter durch die Hauptverteilung. Und diese vier Leitungen werden nun bis in die einzelnen Etagen durchgezogen. Erster Etagenverteiler, zweiter Etagenverteiler. Da kommen nun diese drei Außenleiter an und es kommt der gemeinsame Schutz- und Neutralleiter der PEN dort an. Innerhalb der Etagenverteiler werden nun zwei Leitungen auf den PEN-Leiter geklemmt, sodass sich innerhalb der Etage ein Schutzleiter, hier grün gekennzeichnet, und ein Neutralleiter, blau gekennzeichnet, zur Verfügung habe. Ich kann also meine Elektrogeräte und Steckdosen ganz normal mit einem Schutzleiter, einem Neutralleiter und natürlich dem entsprechenden Außenleiter installieren. Das gilt für diese Etage ebenso. Auch hier wird die Trennung des PEN in PE und N an dieser Stelle durchgeführt. In diesem Abschnitt aufsteigend habe ich also ein TNC-System, Common, gemeinsamer Schutz- und Neutralleiter, während innerhalb der Etagen ein TNCS-System vorhanden ist. Wenn nun ein Elektrogerät eingeschaltet wird, fließt ein Strom über dieses Gerät. Dieser Strom fließt über den Neutralleiter zurück, hier auf den gemeinsamen Schutz- und Neutralleiter zurück in das versorgende System. Das bedeutet aber doch, dass dieser Strom auch auf dem PEN-Leiter fließt und damit auch auf dem Schutzleiter. Wenn nun, wie hier angenommen, zum Beispiel der PEN-Leiter auf dieser Strecke einen Widerstand von 0,1 Ohm hat und 10 Ampere fließen, ergibt sich nach dem ohmschen Gesetz, dass hier eine Spannung von 1 Volt auf dem PEN-Leiter zwischen diesen beiden Etagen abfällt. Der ist unvermeidbar, dieser Spannungsfall, weil die Leitung nun einen gewissen Widerstand hat und daher ein Strom fließt. Da aber der Schutzleiter auch auf diesem PEN-Leiter geklemmt ist, bedeutet das gleichzeitig, dass ich zwischen diesen beiden Schutzleitern ebenfalls eine Spannung messen kann. Da diese Schutzleiter nun auch auf die Körper geklemmt sind, kann ich auch zwischen diesen beiden Körpern, diesen beiden Elektrogeräten, diese Spannung messen. Das ist in diesem Bild zunächst noch unproblematisch. Wir werden aber jetzt sehen, dass es in der gleichen Anlage zu Problemen kommen kann, wenn ganz normale Standardszenarien betrachtet werden. In diesem Fall habe ich nun hier zwischen diese beiden Verbraucher ein Netzwerkkabel geklemmt. Das sollen also nun Computer sein. Beide Verbraucher sind Computer, die über ein Netzwerkkabel miteinander verbunden werden. Netzwerkkabel haben eine Abschirmung, was bedeutet, dass diese beiden Körper elektrisch miteinander verbunden sind, eben über diese Abschirmung. Die Abschirmung dient dazu, von außen eingestrahlte Störstrahlung abzuleiten über den Schutzleiter, sodass die Leitungen innerhalb des Kabels davor geschützt werden. Diese Abschirmung müssen auf beiden Enden angelegt werden, sonst sind sie nicht wirksam. Somit besteht eben diese elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Körpern. Das bedeutet aber auch, dass die Abschirmung genau diese Potentialdifferenz, die ich ja hier mit einem Volt angenommen habe, überbrückt. Und somit fließt über die Abschirmung ein sogenannter vagabundierender Strom, IV. In Einzelfällen lassen sich einige Ampere messen über diese Abschirmung. 1, 2, 3 Ampere sind da nicht so etwas Besonderes. Das führt aber auch dazu, dass sich die Abschirmung unzulässig erwärmt und somit die Isolierung des Kabels zerstört, das dann nach einer gewissen Weile schlicht und einfach zerstört wird. Das stellt an sich schon eine gewisse Brandgefahr dar.
Noch schlimmer wird das Ganze aber, wenn ich bedenke, dass ja Gebäudeteile, zum Beispiel Gas- und Wasserrohre, in den einzelnen Etagen mit in den Potenzialausgleich einbezogen werden, was nichts anderes heißt, als dass diese Leitung mit dem PEN-Leiter in den einzelnen Etagen verbunden werden. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Gas- und Wasserleitungen ebenfalls genau diesen Spannungsfall von 1 Volt überbrücken und somit ein Strom über die Gasleitung fließt. Der kann sogar recht groß werden, da die Gasleitung möglicherweise einen recht großen Querschnitt hat, der möglicherweise sogar in etwa so groß ist wie der Querschnitt des PEN-Leiters und somit der Strom, dieser vagabundierende Strom, etwa die Größenordnung hat wie der eigentliche reguläre Strom über den PEN-Leiter. Sowas ist natürlich unerwünscht. Das birgt sogar eine gewisse Explosionsgefahr. Man muss aber auch bedenken, dass die Leitungen, die ja teilweise unterbrochen werden, gerade bei Wasserleitungen ist das ja schon mal der Fall, Schnittstellen haben, die elektrochemischen Elementen entsprechen, über die dann ein Strom fließt und da findet dann ein Zersetzungsprozess statt. Also das ist eine sehr ungünstige Situation, wie wir sie hier sehen. Außerdem muss man bedenken, dass über alle Strecken, die irgendwie elektrisch diese beiden Körper überbrücken, ein Strom fließen kann. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Werden nun die beiden Körper leitend miteinander verbunden, so fließt über die leitende Verbindung ein vagabundierender Strom IV. Diese Verbindung kann zum Beispiel hergestellt werden durch Abschirmung auf Netzwerkkabeln, in den Potentialausgleich einbezogene Wasser- und Gasleitungen, leitende Gebäudeteile, die mit den Körpern oder Wasser- und Gasleitungen verbunden sind und vieles mehr. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr. Außerdem kann es zu Werkstoffschäden in Rohren und Betonbewehrungen kommen. Man hat schon Ströme festgestellt auf Betonbewehrungen. Das sind die Eisenkonstruktionen, die mit Beton vollgegossen werden in Gebäuden. Der Beton braucht dieses Eisen, sonst ist er zu spröde. Und selbst über diese Betonbewehrung, diese Eisenkonstruktion in Gebäuden hat man schon solche Ströme gemessen. Das Problem lässt sich in Neubauten sehr einfach lösen. In Altbauten kann es sehr problematisch sein, dieses Problem aufzulösen. Schauen wir uns nun die Lösung an. Die ist recht einfach. Und zwar wird die Trennstelle zwischen PE und N nicht in den einzelnen Etagen vorgenommen, sondern schon in der Hauptverteilung oder sogar schon im Hausanschlusskasten. Das hat dann den Nachteil, dass ab dieser Trennstelle 5 Leitungen gezogen werden müssen. Und damit sehen wir schon die Schwierigkeit, die in Altbauten auftritt. Wenn ich die elektromagnetische Verträglichkeit verbessern will, muss ich an dieser Stelle eine 5. Leitung nachziehen. Das kann natürlich bei größeren, sehr verwinkelten Gebäuden extrem problematisch sein, da eine 5. Leitung nachziehen zu müssen. In Neubauten ist das überhaupt kein Problem, da wird von Anfang an einfach eine fünfadrige Leitung gezogen und entsprechend das Ganze aufgeteilt. Nun, warum existiert das Problem nun nicht mehr? Die Verbraucher seien wieder eingeschaltet, es fließt wieder ein Strom, zum Beispiel von 10 Ampere über den Neutralleiter, das ist auch eh nicht zu vermeiden. Auf dem Neutralleiter tritt nun wieder ein Spannungsfall von ungefähr 1 Volt auf, wie ich das hier nun mal angenommen habe. Aber dadurch, dass der PE-Leiter von dem Neutralleiter vollständig getrennt ist, wird dieser Spannungsfall nicht auf die Gasleitung, auf diesen Abschnitt der Gasleitung übertragen und der Spannungsfall besteht auch nicht mehr zwischen den Schutzleitern und damit auch nicht mehr zwischen diesen Körpern. Also werde ich hier keine Spannung mehr messen können. Und damit ist das Problem schon gelöst. Ja, das ist also ein massives Problem. In Altbauten sollten Sie feststellen, dass solche vagabundierenden Ströme auftreten. Dann liegt das möglicherweise genau an der hier geschilderten Problematik. Ich hoffe, Sie haben das Szenario verstanden, konnten mit dem Video etwas anfangen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.